Jetzt kommt, wie gesagt, mein Thema. Was können wir für Palästina tun? Die Hände sind gebunden. Man schaut sich jeden Tag die Bilder im Fernsehen an und oder im YouTube oder wo auch immer. Und natürlich ist das etwas Grauenhaftes, was dort passiert, und eine Ungerechtigkeit. Und an dieser Stelle kann man nur sagen, möge Allah Frau Merkel recht leiten und sie dazu führen, auch mal ihren Mund dazu aufzumachen und keine Marionette von bestimmten anderen Ländern zu sein. Aber was können wir tun? Ehrlich gesagt, liebe Geschwister, ich habe die Tage einige Demonstrationen gesehen, die mir ehrlich gesagt nicht besonders gefallen haben. Ich will nicht zu krass mit den Brüdern, ich will die Brüder nicht zu krass tadeln, weil ich die Brüder für Allah liebe und weil ich ihre Emotionalität verstehen kann. Aber liebe Geschwister, bestimmte Slogans, bestimmte Rufe bringen uns nicht weiter. Liebe Geschwister, die Deutsche, ich will euch ein Beispiel dafür geben. Strukturiertes Arbeiten bringt einen nach vorne. Die deutsche Nationalmannschaft, die ist Weltmeister geworden, wie ihr wisst. Wie haben die das geschafft? Wie haben die das geschafft? Die waren am Boden gewesen, die haben verloren gehabt. Und dann haben die sich vor circa 10 Jahren gesagt, wie können wir es schaffen, wieder nach vorne zu kommen? Das heißt, die haben strukturiert. Ich möchte das als Beispiel geben, damit wir verstehen, Erfolg kommt nicht durch blinden Aktionismus. Erfolg kommt nicht durch Steine werfen und durch wilde Rufe. Auch wenn man die Emotionen der Brüder und Schwestern verstehen kann. Erfolg kommt durch strukturiertes, hartes Arbeiten. Und das gilt auch für die Schule. Schieb die Schuld nicht auf andere, wenn du es in der Schule nicht schaffst. Arbeite selber. Arbeite an dir. Fange an. Und hier will ich ein Beispiel geben. Die Nationalmannschaft, die haben analysiert, woran liegt es, dass andere erfolgreich sind. Woran liegt es? Und da haben sie hier angeknüpft und 10 Jahre lang hart gearbeitet und sich dafür aufgeopfert. Es geht nicht darum, aua, aua, aua zu schreien. Es geht darum, sich selber aufzuopfern, sich selber anzustrengen, strukturiert, ohne blinden Aktionismus. Und wo fängt es an? Jeder Mensch, liebe Geschwister, merkt euch dieses Beispiel, der erfolgreich sein will. Egal ob im Beruf, egal ob in der Schule, egal ob in der Religion. Der braucht 2 Punkte am Anfang seiner Arbeit. Erstens, einen Zielpunkt, wo will ich hin? Und zweitens, einen Ausgangspunkt, wo stehe ich? Wenn jemand nach Norwegen reisen will und er lebt in New York, muss er einen anderen Weg einschlagen, als jemand in Kopenhagen legt und nach Norwegen will. Das Ziel ist dasselbe, aber der Ausgangspunkt ist ein anderer. Das sind ganz banale Beispiele, aber die sind sehr wichtig. Das heißt, wir müssen uns fragen, wo stehen wir? Wer sind wir? Wer bist du? Du bist ein Muslim. Und du gehörst zu der Umma Islamia. Du gehörst zu der islamischen Umma. Und der Prophet sagt, dass diese Umma ist wie ein Körper. Wenn ein Teil schmerzt, schmerzt der andere. Das heißt, das, was du machst, hat einen Einfluss auf andere eventuell auch. Und hier musst du anfangen. Fange bei dir selber an. Fange an, dich selber zu kritisieren. Das erste und ein Schlüsselwort ist hier das Wort Ikra, lies. Liebe Geschwister, es wird immer über Scharia geredet. Scharia, 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 Scharia. Wisst ihr, was das erste Wort in der Scharia war? Das erste Wort in der Scharia war lies. Was heißt das lies? Das heißt Bildung. Bildung ist das A und O. Und das haben die Muslime in einem Zeitalter verstanden, wo sie die globale Wissensgesellschaft waren. Und das ist nicht das, was ich sage. Das ist, was nicht muslimische Experten dazu sagen. Da waren sie die Experten. Da wurde Europa durch ihr Denken erleuchtet. Aber jetzt sitzen wir nur rum. Oh, wir können nicht, wir sind zu schwach. Ach ja, hoffentlich kommt irgendwann Superman und der Khalil regelt die Sache. Warte nicht auf Superman. Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Wie Mahatma Gandhi gesagt hat. Sei du die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Fang bei dir an. Und der Schlüssel ist Bildung. Allah sagt in Sure 45, Vers 13. وَسَخَّرَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Und er hat für euch, also für euch Menschen,
hat Allah dienstbar gemacht, was im Himmel ist und was auf der Erde ist. Das heißt, alles hat einen Nutzen. Aber wir sehen nicht in allem einen Nutzen. Sehen wir in allem einen Nutzen? Also wie können wir den Nutzen herausfinden? Dann sagt Allah danach, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ. Hier sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Das heißt, für Leute, die forschen. Erforsche deine Welt. Gott sagt hier sinngemäß, ich habe euch den Himmel und die Erde dienstbar gemacht. Erforscht, wie ihr sie nutzen könnt. Wisst ihr was? In Bangladesch, da gibt es Python-Farmen. In diesen Python-Farmen wird aus dem Gift der Python Medizin für das Herz hergestellt. Stell dir mal vor 200 Jahren hättest du jemandem gesagt, aus dem Gift der Python wird Medizin fürs Herz hergestellt. Die hätten dich für völlig bekloppt gehalten. Aber das ist das, liebe Geschwister. Forschen. Dann fang du an. Sag nicht, oh, auf der Grundschule war ich Schrott gewesen. Ich bin auf der Hauptschule, ich kann nichts mehr schaffen. Fang du an. Sei die Veränderung, die du dir für die Welt wünschst. Sag nicht, ich kann nicht. Albert Einstein war eine Null in der Schule und war nachher das größte Genie. Es gab viele Leute, die am Anfang schlecht waren, aber der Wille macht es. Der Wille, Wollen, Aufopferung. Und das Beispiel, was ich hier nochmal geben will, ist deutsche Nationalmannschaft. Die haben sich aufgeopfert. Das ist ein ganz banales Beispiel, aber das ist halt nun mal so. Allah hat das so bestimmt, so erreicht man was. Und nicht, indem ich sitze und beschwere mich über andere. Die sind die Bösen, die sind die Bösen. Die sind fang selber an, besser zu werden. Und Allah sagt, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah ändert die Lage eines Volkes nicht, bis sie sich selber verbessern. Was meint ihr, wie der Fortschritt nach Europa gekommen ist? Das war ein blutiger Weg gewesen. Das war ein Weg voller Revolutionen. Das war ein Weg voller Leute, die sich aufgeopfert haben. Aber der Aufopferung fängt im Kopf an. Fängt mit der Bildung an. Deswegen fängt Allah mit der Bildung im Koran an. Ikra. Deswegen sagt Allah, Yarfa Allahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Allah hebt diejenigen, die glauben und die Wissen haben, um Stufen. Allah sagt im Koran, Hel yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun. Sind die gleich, die wissen und die nicht wissen? Es ist eine Motivation zu lernen, eine Motivation nach vorne zu gehen. Deswegen, wenn du jetzt auf der Hauptschule bist, fang an, sei das Genie. Bruder, ein Schweinsteiger ist im WM-Finale 15 Kilometer gerannt. Wie ein Wild geworden. Er ist voll das Tier, der Typ. Weißt du, was das heißt? 15 Kilometer, nicht 15 Kilometer locker gejoggt, 15 Kilometer hin, her, Zwischensport. Warum? Weil der um sein Leben gekämpft hat, weil der ein Ziel hat. Wenn du willst, dass sich die Umma verbessert, habe ein Ziel. Ein Salahuddin al-Ayyubi hatte ein Ziel. Ein Muhammad al-Fatih hatte ein Ziel. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen mit ihm, hatte ein Ziel. Umar al-Khattab hatte ein Ziel. Alle Menschen, die was erreicht haben, hatten ein Ziel und haben geguckt, wo ihr Ausgangspunkt ist und haben dann angefangen, strukturiert, hart mit zu arbeiten. Und fang bei dir an. Allah sagt im Koran, in Sura 24, Vers 55, hört euch das an. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat layastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Allah hat denjenigen versprochen, die glauben von euch, gute Werke tun, dass er sie zu Nachfolgern auf der Erde machen wird. Und dass er ihre Religion, mit der er zufrieden ist, dem Islam, eine feste Stellung gibt. Und dass er ihnen nach ihrer Angst Sicherheit gibt. Der Prophet hat gesagt, wenn die Umma erniedrigt ist, wie sie zurückkommt. Was hat er gesagt? Allah wird aus einem bestimmten Grund eine Strafe herabsenden als Erniedrigung. Er wird diese Erniedrigung erst wegbringen, wenn ihr zu eurer Religion zurückkehrt. Deswegen, heute ist Ramadan. Fange heute an mit deiner Religion. Fange heute an. Verschiebe es nicht auf morgen. Fange heute an, dich zu verbessern. Lies heute im Koran. Lies. Versuche dich zu verbessern. Setz dir ein Ziel.
Setz dir ein Ziel, einen guten Beruf zu bekommen, womit du etwas für den Islam auch bringen kannst. Das ist das Erste, sich selber zu verbessern, selber den Islam zu praktizieren. Das ist das, womit wir anfangen können und müssen. Und das ist die Grundlage.